Hallo ihr alten Buddebären und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Spiel, das dort heißt Stardew Valley. Das Spiel, was wahrscheinlich gerade mega gehypt wird und zu Recht, Leute, zu Recht. Ja, ich dachte mir, du spielst das auch mal und habe auch so ein bisschen schon vorgetestet, aber auch nicht so weit. Das heißt, eigentlich spielen wir das zusammen zum ersten Mal jetzt. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das jetzt hier auf diesem Channel betreiben werde, aber ein Jahr, ich glaube ein Jahr will ich mindestens schaffen. Also, es geht in Stardew Valley, das ist wie Harvest Moon quasi, oder auch Animal Crossing, wer das vielleicht kennt. Dort muss man sein Leben, quasi so ein Farmerleben aufbauen, das heißt, sei es irgendwelche Tiere, die man dort hüten soll, also irgendwie so eine Hühnerfarm oder Rinderfarm, all sowas ist da möglich. Auch Fischen. Oder man geht in eine Mine und baut dort Sachen ab, so wie Bergbau und so weiter und so fort. Man kann da viele Sachen craften. Ja, darum geht's. Und ja, das war da gerade der Opa, glaube ich, von uns. Und hat gesagt, also quasi im Großen und Ganzen geht's darum, dass wenn wir mal keinen Bock mehr auf unserem Alltag hier haben, so wie wir es hier gerade sehen, das ist jetzt unser Alltag, wenn wir darauf keinen Bock mehr haben, dann könnten wir doch irgendwann mal seine Farm besuchen. Ich meine, besuchen und dort auch arbeiten. Ja, und da bin ich. Dort sieht man mich. Ich bin dieser Bob Ross. Quasi mit einem Afro und mit so einem schönen Bart. Und irgendwie geht ihm da alles auf den Sack. Ich habe dort bei, wie heißt das, Joja gearbeitet. Und ja, es hat ihm einfach nicht mehr gefallen. So, und dann nehmen wir mal einfach diesen Brief. Und dann steht da sowas drin, wenn du das hier liest, brauchst du wirklich eine Veränderung in deinem Leben. Das gleiche ist ihm auch vor langer, langer Zeit passiert. Er hat die Sicht darauf verloren, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist einfach so quasi der Draht zu richtigen Leuten und der Natur. Und somit hat er auch alles liegen lassen und ist einfach ab auf der Farm und hat dort sein Leben nochmal aufgebaut. Naja, das sagt hier der Opa so im Großen und Ganzen. Das heißt, das lesen wir jetzt und daraufhin ziehen wir dann um. So, und dort treffen wir gleich auch noch einen Luis an. Das werden wir dann mal machen. So, ihm ist wirklich dann alles hier kackegal, er will einfach nur noch weg von dieser Kackarbeit. Und er ist froher Dinge, was ihn wohl da erwartet. Also schlechter kann es wohl nicht mehr werden. Er war da doch ziemlich bedröppelt. Und da fahren wir mit dem Bus. Man sieht hier die schöne, schöne Landschaft. Wahrscheinlich wurde das mal irgendwie mit einem RPG-Maker gemacht. Weiß ich aber auch nicht. Und Stardew Valley ist nur noch 0,5 Meilen entfernt. Ja, auch ein kleiner Vogel darf dort natürlich nicht fehlen. So. Skippen wir das Ganze mal nicht, dann könnt ihr es hier auch mal sehen. Genau, dort treffen wir ein. Und dort treffen wir auch hier Robin. Hallo, du musst die Buddha-Hilfe sein. Ja, das bin wohl ich. Ich bin Robin. Okay, der lokale Carpenter, was heißt denn? Camper? Carpenter, Major Luis hat mich hierher gebracht, um dich einzufangen und dir den Weg zu zeigen zu deinem neuen Zuhause. Er ist auch dort und räumt ein paar Dinge für dich auf. Gott, oh Gott. On the fly übersetzen ist nicht so meine Stärke. Die Farm ist genau hier drüben, falls du mir folgen würdest. Ja, das machen wir doch glatt. Und wir sehen, hier ist nichts aufgeräumt. Leute, das da, da ist mein Haus. Wir können uns das gerne nochmal hier angucken. Das ist Buddha Farm. Ja, das sieht auch wunderschön aus. Ja, und er erschreckt sich auch so ein bisschen. Wie kann er das sein? Was ist hier passiert? Ja, was ist das Problem? Natürlich ist es hier ein bisschen, zu viel Unkraut und so. Aber wir können hier doch was machen. Ja. Na klar, können wir hier was machen. Nur so ein bisschen, ne? Das schaffen wir natürlich. Es ist doch nichts. Also wenn wir das hier sehen, das ist... Ah, Klacks. Okay, da sind wir beim neuen Zuhause. Und das ist auch anscheinend der Luis. Hallo Luis. Ah ja, der neue Farmer, das bin wohl ich.
Willkommen, ich bin der Luis. Der Bürgermeister von Pelikan Town. Ja, okay, hallo. Weißt, jeder fragt sich schon, wann du kommst, wer du bist und so. Es ist halt nicht alle Tage, dass jemand mal dazu zieht. Das ist schon was ganz, ganz Großes. Ja. Ja, das hat also mein Großvater hier gehört, diese kleine Hütte. Das ist ein gutes Haus. Ziemlich rustikal, das sehe ich auch. Also alles voller Bretter hier. Ja, rustikal, naja, so kann man es natürlich auch beschreiben. Crusty, okay, might be a little more apt. Ah, nee, rustikal finde ich das schon ziemlich. Also, brauchst du nicht zuhören. Die ist bloß ein bisschen aufgeregt, wenn du ein paar neue Sachen für dein Haus kaufst. Hm, werde ich wohl machen. Naja, was soll's? Du musst müde nach so einer langen Reise sein. Du solltest dich ein wenig ausruhen. Ich kann morgen so ein bisschen hier die Stadt erkunden. Und auch die Leute so ein bisschen kennenlernen. Und die würden sich darüber freuen. Ja, würde ich mich natürlich auch. Den Luis habe ich anscheinend schon kennengelernt. Und was hat er mir jetzt hier? Ach ja, was er schon fast vergessen hätte. Dort drüben in der Box kann ich auch die Sachen verkaufen. Und in der Nacht kommt er vorbei und sammelt die Sachen ein, die ich dort reingelegt habe. Also, viel Glück. Vielen Dank. Wie gesagt, es ist nicht immer ganz so einfach, hier alles on the fly zu übersetzen. Aber ich werde mich so ein bisschen bemühen, das so gut wie möglich zu machen. Ja, schaffe ich schon. Und falls ihr euch fragt, was ich hier habe, das ist gar nichts. Ja, WSD kann ich mich bewegen und... Ja. Mit Shift soll ich also rennen können. Ich kann damit langsamer werden. Run, Shift, alles klar. Egal, was haben wir hier? Huppa! Saat! Sehr gut. Okay, Luis hat mir also Saat geschenkt, damit ich so ein bisschen schon anfangen kann. Und dann gehen wir raus. Also, es sieht hier ziemlich gut aus. Oh, hier drüben habe ich auch eine Quest. Anfangen. You start with the basics. Use your hoe to. Ja, das mache ich gleich. Then use the seed packet. Okay. Also, ich habe ja hier eine Hoe, aber werde ich gleich machen. Ich werde mal so ein bisschen Platz hier schaffen. Das heißt, ich werde hier so ein paar Sachen abbauen, damit ich hier auch wirklich was reißen kann. Ja. Alles weg. Ich brauche hier vorne Platz, Leute. So. Also müssen wir ein bisschen Platz hier schaffen, damit ich hier auch coole Sachen anbauen kann. Und auch für später, damit ich hier mir meine Tiere und so halten kann. Das wird schon ganz wichtig nachher sein. So, ich glaube, die kleinen Bäume kriege ich damit auch weg. Yep, kriege ich damit weg. Zack, zack. Ich weiß auch, dieses Fieber hier, ich weiß nicht, wozu das nachher wirklich gut ist. Ich hatte es ja schon mal so ein bisschen angespielt gehabt. Ich weiß auch nur, dass ich es wirklich verkaufen kann oder halt in die Box legen kann, damit ich ein bisschen Kohle kriege. Aber ich habe noch nichts damit gefunden, wie ich es verwerten könnte oder so. Wirklich, keine Ahnung. Okay, erstmal hier nochmal die Steine entfernen. Und ja, eine... Ach ja. Oh, ich muss noch Leute kennenlernen. Das ist hier auch eine kleine Quest. Ja, das werde ich auch machen. Aber kurz werde ich hier so ein bisschen was abbauen. Und damit ich hier ein bisschen Saat und so sehen kann. Und dann gehen wir auch gleich auf Erkundungstour, damit wir ein paar Leute kennenlernen. Ist ja immer wichtig. Man zieht in eine neue Stadt. Möchte man ja auch irgendwie Anschluss finden. Ihr kennt das bestimmt auch. Der eine oder andere wird auch schon mal umgezogen sein. Und da möchte man noch immer Connections haben. Man möchte ja schließlich auch irgendwie Freizeitaktivitäten. Man möchte beliebt sein. Ja, sowas alles, ne? So. Gott, oh Gott, reicht das jetzt hier? Ich glaube nicht, die werde ich noch hier... Okay. Alles kaputt machen. Das sind nur kleine Bäume, aber es muss halt auch sein. Okay, zack, zack, alle weg, alle weg, alle weg, komm, komm, komm. Mach die Scheiße hier weg. Hat er das gesagt? Da war das. Ja, das darf er. So, das reicht mir auch erstmal. Jetzt habe ich hier ein bisschen Platz. Werde ich, wie viel habe ich? 15, ne? Habe ich gerade 4 gemacht? Ich glaube 5. 1. Na, hallo. 2. 3. 4, 5. Okay, und dann werde ich hier noch eine Reihe ziehen. 1, 2, 3, 4 und 5. So, dann habe ich hier alle. Kann ich hier reinmachen.
Sieht doch gut aus, komm. Und auch eine Gießkanne habe ich. Und erstmal alle gießen. So, das muss ich dann auch jeden Tag machen, damit die auch immer schön weiter wachsen. Das darf ich nicht vergessen. Ansonsten wird das natürlich hier nichts und ich kann daraus keinen Profit schlagen. Meistens geben diese Sachen, wir sehen es hier, ein bisschen Energie und teilweise auch Leben. Wenn ich beispielsweise nachher in der Mine bin und gegen irgendwelche Kreaturen kämpfe, dann gibt es da was wieder. Ja. So, hier haben wir auch eine Wasserquelle. Das heißt, ich kann hier meinen Eimer voll Wasser wieder auffüllen. Also meinen Eimer mit Wasser wieder auffüllen. Und, ach ja. Nee, ich laufe erstmal hier lang. Und hier geht es ins Dorf, wo die Leute wohnen, hinein. Oh, eine Blume kann man immer gebrauchen. Gibt jetzt zwar gerade keine Energie, aber erstmal alles mitnehmen, ne? Wir sehen, ich habe hier nicht ganz so viel Platz. Hier unten, da kann ich mir später noch irgendwie einen Rucksack kaufen, dann habe ich da ein bisschen mehr Platz. Werden wir auch machen, sobald die Kohle dafür da ist. Das heißt, erstmal ordentlich schuften. Ja. Oh, hier ist ein Fragezeichen. Was bedeutet denn das? Ja, den gießt völlig nicht. Okay, ist ein Kalender. Ach, es ist einfach nur Information, dass es ein Kalender ist. Und hier ist auch ein Pierre. Gehen wir mal rein. Ja, willkommen zu Pierre's. Oh, das ist richtig. Ich habe gehört, dass hier jemand in die Stadt gezogen ist. Auf die alte Farm. Ja, das bin wohl denn ich. Und wer bist du eigentlich? Abigail. Ah, das ist doch keine Schande. Was soll das? Mann, Mann, Mann. Okay, was gibt's denn hier? Also hier kriege ich also Saat her. Ja, ein paar Sachen gibt's hier. Das war okay. Und sind anscheinend auch teuer. Und hier sehen wir auch schon den Rucksack, den ich später hier holen werde. Kostet aber 2000 Gold. Und wir haben gerade 500. Das heißt, wir müssen genau ein paar Sachen verkaufen. Und hier hat eine meine Frisur. Ach nee, doch nicht, Marlin. Okay, doch nicht meine Frisur. Ja. Ja, Luis ist schon einer. Hey, verrede mal alles. Ja, du bist Mani. Ja, vielen Dank. Oh, du siehst aber nett aus. Aha. Ja. Auf deine Ranch. Das heißt, ich werde dich da mal besuchen, wenn ich Tierprodukte und so brauche. Ich komme hin. Versprochen. So, was haben wir denn hier noch? Mülleimer. Haben wir es drin? Nee. Ist hier unten nicht. Ah, ich habe hier auch noch Saat bekommen. Ah, okay. Wen haben wir denn hier? Du bist Alex. Ja, ich bin der Neue. Hallo? Ja, wir sehen uns. Okay. Huh, wer kommt da raus? Du bist also die Pam. Ja, wie viele Leute habe ich eigentlich schon kennengelernt jetzt hier? Oh, 6 Leute. Das heißt, immer noch mehr Leute begrüßen, damit ich auch diese Quest irgendwie abschließe. Aber hier ist jetzt keiner mehr drin. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn da so viele hätten drin wohnen können. Nicht hier rein? Ja. Wer bist du denn? Verrät mir deinen Namen nicht, aber ich kann mir Sachen kaufen. Yo! Nach Motto, ey, was willst du? Ja, kommst rein in den Laden, ne? Sag gar nicht, wer er ist, so, ne? Was willst du? Dich mir, Alter. Wir wollen nur wissen, so, wie es dir geht. Was ist los? Okay, die hatte ich, glaube ich, vorhin schon gesprochen, genau. Ach, man, wenn man die gesprochen hat schon, dann kann man die auch hier nicht mehr, ne? Sieht man nicht mehr dieses Kästchen, dass man die nochmal ansprechen kann. Hier sieht man's. Dann frage ich mal, wer du bist. Du bist Penny. Oh, Penny. Penny. Hallo. Oh, ich kann auch mit dir weitersprechen. Nö, ich möchte nichts. Vielleicht eine Freundschaft irgendwann, aber ansonsten passt das. Ja, und rennen kann ich immer noch nicht wirklich. Das ist... Auf Shift ist also Rennen. Ja, guck mal, jetzt rennen wir mal richtig, ne? Shift Rennen. Guck mal an hier. Hui! Das sieht aus... Ich hätte fast gesagt, das ist eine Kirche, aber... Was ist das? Hier ist irgendwie ein Buch, kann ich hier... Okay. Ist das hier so ein Gemeindehaus, ein kleines? Scheint so. So ein kleiner... LKW? LKW-Watsch. Hier geht's also in die Kanalisation. Kann ich da rein? Ich gehe einfach vorbei, weiß gar nicht, ob ich da rein kann. Okay, ist verschlossen. Erstmal einen Baum gießen, ganz wichtig. Nichts drin. Okay, gehen wir mal hier rein. Da haben wir noch jemanden, mit dem wir nicht gesprochen haben. Emily. Ja, sie kann es also aus meinem Gesicht erkennen, dass ich wirklich diese Stadt irgendwann lieben werde. Okay, also wenn ich irgendwie was am Arm machen will, soll ich zum Saloon.
Da soll also was los sein. Oh, wer bist du denn? Der Vincent, oh, der ist ja süß, der ist ja klein. Ja, ich bin also hier ein Unbekannter. Ja, nee, du musst auch zu unbekannten Leuten nicht sprechen, das ist okay. Das ist okay, das musst du auch nicht machen, mein Kind. Wen haben wir hier noch? Irgendwie gar keinen. Es ist aber auch geil, man geht einfach in die Häuser rein und dann ist da keiner. Ja. Könnte ich alles klauen. Viel Snack? Was gibst du dann? Oh ja, das ist cool. Kann ich ein bisschen Energie wieder abstauben. Habe jetzt auch mein Inventar hier voll. Naja, was soll's. Wen haben wir hier? Harvey. Ja, für mich auch. Oh, der Arzt ist es hier. Ich habe vorhin hier eine Arztpraxis gesehen gehabt. Das heißt, jetzt ist es also nicht besetzt, oder was? Ja, Check-ups. Ja, das kannst du bei mir auch mal machen. Ich habe hier so einen wilden Bartwuchs, auch oben rum. Vielleicht ist es nicht ganz normal. Vielleicht bin ich auch einfach nur Bob Ross und will irgendwas gerade malen. Weiß man nicht. So, was haben wir denn hier oben? Das sieht... Oh, ein schicken Spielplatz. Ja, ich möchte gerne... Ich möchte gerne hier... Hallo, ich möchte... Okay. Leider nicht. Hier ist ein Stein vor... Und da ist da ganz schön viel Gras. Ich liebe Gras. So, einmal abgrasen. Okay, alles meins. So, und das hier schaut verdächtig aus. Ich glaube, da gehe ich mal mit der Hoe bei. Und, okay, nichts. Nichts. Das ist doch... Kann ich irgendwie was anderes machen? Geht auch nicht. Hier? Auch nicht. Oh, kriege ich also da nichts her. Ein bisschen Fieber noch. Jetzt habe ich Fieber. Leute, ich habe Fieber. Okay, was bist du? Verschlossen bist du. Stimmt die Zeit? Ja, so ziemlich, ne? Geh mal weg. Geh mal hin. Ne, das ist die 4. Ne, stimmt gar nicht. Was sag ich denn? Okay, nochmal eine Blume. Hier ist nochmal eine Blume. Bringe bestimmt ein wenig Geld. Aber wir sehen hier oben auch die Zeit. Das heißt, so lange habe ich nicht mehr zum Erkunden. Und das ist auch recht viel zu erkunden. Also... Mal schauen. Wen haben wir hier? Was kann ich für dich tun? Ja, ich hätte gerne den Shop. Oh, ich kann hier Holz kaufen. Sehr gut. Und ich kann Stühle kaufen und so weiter und so fort. So ein bisschen Inneneinrichtung, so sieht das hier aus. Aber ich kann mir auch noch nicht vorstellen, dass es hier alles ist. Das heißt, ich werde hier Sachen freigeschaltet bekommen. Ich könnte mein Haus upgraden. Und hier könnte ich ein paar Sachen kaufen, wenn ich jetzt hier Hühner erfarmen oder so möchte. Ne? Das ist hier alles so mit bei. Das werden wir auch irgendwann dann machen. Aber noch ist erstmal Erkundungstour angesagt. Und es dauert wahrscheinlich auch eine ganz schöne Weile, bis wir da hinkommen. Ja, hi. Demetrius. Okay. Er ist also Wissenschaftler, sehr gut. Weiter geht das hier. Da unten geht es gerade raus, aber ich habe es ja, glaube ich, vorhin gesprochen. Zählt das dann auch? Na, erstmal ihn hier nochmal ansprechen. Wer bist du? Linus. Okay, er lebt also hier draußen allein und sieht auch ziemlich glücklich aus. Er mit seinem Feuer und vielleicht seinem kleinen Zelt dort. Hier oben ging es auch noch lang. Ja, hier geht es anscheinend nicht weiter. Sieht aus wie die Mine da oben. Und er wird wahrscheinlich uns den Weg dort frei scheffeln, damit wir da irgendwann mal hinkommen. Mal gucken, wann er sein wird. Hier oben scheint auch irgendwas zu sein. Aber... Ja, kann ich nicht viel machen. Was steht hier drauf? Railroad. Jo. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, hier haben wir noch... Und ich kann es nicht einsacken. Das heißt, irgendwas haue ich jetzt hier weg. Brauche ich Kohle? Saat? Brauche ich die Saat hier? Oh, glaube nicht. Ich weiß es nicht. Komm, ich hau dich jetzt mal... Ey, hallo! Ich hab dich gerade weggehauen. Ja, komm. Kann ich bestimmt gebrauchen. Und dann gehe ich mal hier weiter. Okay, bin ich hier bei mir? Ich glaube ja. Erstmal den Weg hier durch. Zack, zack. Zack, zack. Ja, das ist mein Haus da.
Und ich bin hier durch. Sehr gut. Ich habe die ja soweit alle gegossen. Das heißt, ich werde so ein paar Sachen jetzt verkaufen. Was brauche ich denn nicht? Holz werde ich erstmal noch behalten. Das Fieber kann weg hier und ja, das kann auch weg. Reicht mir erstmal. Das heißt, das wird im Anschluss dann verkauft. Und da es hier auch bald dunkel wird, ach, ich werde nochmal ein bisschen Energie hier ver. Komm. Ein bisschen Energie runter und danach geht's schlafen. Zack, zack, zack. Immer her damit. Ein bisschen Energie habe ich noch. Aber man sieht es auch schon, wie es hier wirklich dunkel wird. Zack, alles meins. Nein, ich komme gar nicht hin. Ich komme da nicht hin. Doch, ich kam hin. Geht man also ein bisschen langsamer durch. Ich habe immer noch ein bisschen Energie. Okay, Baum, da wirst du jetzt hier dran glauben müssen. Sorry, aber... Geht nicht anders. Geh kaputt, du alter Baum. Okay. Ich habe noch Energie. Aber ich glaube, wenn das hier komplett runter ist, ist das nicht so gut. Deshalb lege ich mich jetzt schlafen. Ja. Okay, für die Blumen bekomme ich tatsächlich so ein bisschen was. Mehr als für dieses Fieber-Zeugs.